Arktos holen. Das nächste legendäre Pokémon. Bis dahin und auf Wiedersehen. Yo, yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter. Und wir gehen uns heute mit Arktos das nächste Pokémon holen. Das ist noch fehlt. Wie gesagt, ich lasse die Route jetzt bewusst mal aus. Wir gehen jetzt mit nur noch legendäre Pokémon. Wir sind eh komplett überlevelt. So, deswegen machen wir das jetzt so. Wenn wir jetzt natürlich auf den Trainer treffen, ist es dann einfach so, aber normalerweise lassen wir es jetzt einfach bewusst sein. So, ich glaube, das war der richtige Weg. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass wir wirklich richtig sind, aber eigentlich müssen wir es über. Wissen wir es? Und das hier sind diese Schauminsel. So, wir finden einen Eisheiler. Rosana. So, es dauert immer natürlich ein bisschen. Es ist ein nicht allzu kurzer Weg, definitiv. Kobold habe ich ja schon. Schon ziemlich seit dem Anfang des Let's Plays. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hier überhaupt lang müssen. Ob wir hier überhaupt durch. Sind wir hier auf. Sind wir ja eigentlich auf dem richtigen Weg? Nee, das war nicht, ne? So, dann gehen wir hier lang. Ein Superschutz, okay. Ich probiere jetzt einfach mal den Weg da runter. Auf gut Glück. Oh, ein Amus. Fleckmon Lamus. Oh, Tim 55. Eisstrahl. Sehr gut. So, wir müssen ja irgendwo zwei Felsen runterschubsen, damit wir überhaupt den Weg finden. Eine Kapsel X-Tempo. Ich habe hier unten die zwei. Das. So, da ist ein Hypertrank. So, ich glaube, das sind die zwei einzigen, die wir setzen müssen. Ich weiß, wie gesagt, ich lasse bewusst jetzt hier das Pokémon fangen sein. Nein! No, ich wollte da nicht runter. Das war eigentlich nicht der ganze Plan an der Sache. Ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir hier hochkommen, wieder da aufkommen, wo wir wollen. Ich glaube, dass wir da wieder müssen. So, weiteres super Lockparfüm. Ja, alles gut, wir sind. Das ist jetzt nicht dramatisch. So. Ich mache jetzt mal kurz mit dem Weg ein bisschen frei. Oh, Lamus, hau auch, Fleckborn, verpiss dich jetzt gerade von mir. Ich muss es natürlich jetzt angreifen. Ich muss es jetzt natürlich versuchen zu. Ich muss jetzt natürlich das Pokémon angehen, damit ich es fangen kann. Damit ich es. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich es verjagen kann, quasi. So, und eigentlich müssten wir dann durch sein, schon soweit. So, jetzt kommen wir hier nämlich. Jetzt haben wir nämlich die Ruhe.
So, eigentlich müssten wir jetzt zu Arktos gelangen können. Et voilà. So schwer ist der Weg eigentlich gar nicht. Der vom Mewtwo wird heftiger nachher. Morgen, so. So, ich weiß, was wir gehen jetzt auf Lavados tatsächlich, weil ich will ein Feuer. Ich muss ja ein Feuer-Pokémon vor einem. Für ein Eis-Pokémon brauche ich noch Feuer-Pokémon. Und wir setzen zwei legendäre Pokémon mal kurz gegeneinander. So, dann holen wir uns jetzt Arktos. So, gleiche Spiele wie vorher auch. Wir haben jetzt wieder dieses Pokémon. Schwächen. Beziehungsweise nicht schwächen, sondern besiegen. Und dann können wir es versuchen zu fangen. Er greift jetzt mit Eisstrahl an. Was natürlich nicht die richtige Variante ist, aber wir gehen auf Feuersturm. Ja, das war schon. Dann gehe ich jetzt auf Pikachu. Natürlich keine Flucht, sondern drauf, feste drauf. Ich gehe mit Donnerblitz drauf, weil Donnerblitz müsste eigentlich sehr effektiv sein und ich, Arktos hat nur noch gut die Hälfte. Und das war's. So, jetzt haben wir, jetzt können wir Arktos fangen. Das gleiche Spielchen wie vorher auch mit Zapdos. Oder mit Lavados auch schon vorher. Das war mir schon fast klar. Arktos ist übrigens mein Liebling der drei, wenn ich ehrlich bin. Ich mag Arktos einfach. Ich finde es am coolsten, einfach sieht am besten aus. Und ich mag es halt wirklich sehr, sehr gerne. Da ist gar nichts passiert, da ist überhaupt null passiert. Mewtwo wird nochmal richtig ätzend. Glaub mir mal. Ich spreche da aus unserer Erfahrung. Ich habe das Spiel privat durchgezockt. Und da habe ich mit Mewtwo echt so meine Sorgen gehabt. Alter, Arktos, gib, komm jetzt her. Sogar ein großartiger Wurf. Bringt dem aber nichts. Oder bringt mir nichts. Ich dachte schon, bleib doch drin. Ah, wieder nicht. Auch wieder beim dritten Ball. Schade. Gott sei Dank habe ich das irgendwie noch gekriegt.
Komm. Digga. Perfekt. Dann muss es nur bereden. Das reicht natürlich nicht um. Wenn wir noch zusätzlich Bonus haben. Wir haben das dritte legendäre Pokémon, also das Vogel-Pokémon. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. So, dann mache ich mich jetzt auf, weil wie gesagt, hier haben wir noch, eigentlich haben wir noch einen Trainer hier. Was wollen die machen? Wir sind eh absolut überlevelt. Und die Folge ist schon kurz, ne? So. Hallo, ich bin eine reisende Vertreterin des Pokémon Supermarkts. Schau mal, wie schön es man mit unserem Tränk Pokémon heilen kann. Oh, cool, wir können ja hier unsere Pokémon heilen, das ist immer gut. So. Was ist jetzt mit dir? Ich bin der Tachermeister. Ich habe mein Leben der Suche nach dem ultimativen Tentacher gewidmet. Wenn du gegen mich gewinnen möchtest, setz einfach einen Tentacher da oben links in deine Tiermesse. Nö. Okay, die wollen natürlich nur mit dem einen Pokémon treffen. So. Dann gehen wir jetzt dahin. Gehen wir eine Schwimmerin. Okay, er geht mit Schillock ins Rennen. Ja, du mit deinem scheiß Schutzding da. Ohne dir seinen Tod herauszögern, weißt du? Eine Runde, mein Gott. Ja, das Schillock ist down. Das wird nur, ja, wollte sagen, das wird nicht den Hauch einer Chance haben gegen diese. Gegen den Donnerblitz. So, Level 52 für Lavados. Ich gebe mir mal Hyperbälle, ich brauche keine Pokebälle. Wo die Olle ist, erstmal besiegt auf jeden Fall. Da oben ist noch ein Schwimmer, ich weiß. Ich weiß, weil die Folge sehr kurz ist, deswegen machen wir die Route schnell fertig. Ein Gyarados hast du. Das Thema ist gegessen. Gyarados ist schon down. Und der Trainer ist besiegt. Es würde mich so schwer wundern, wenn Gyarados es irgendwie überlebt hätte. ...58 Bisaflor. Und nein, du kriegst jetzt kein Risikotackle. Nein, bitte nicht. Ja, perfekt. Dann haben wir nämlich jetzt mit der... Jetzt fehlt es, wie gesagt, noch ein legendäres Pokémon und die Rematches noch. Und dann haben wir es geschafft mit dem Let's Play, liebe Leute. So, also, den Trainer, den hole ich mir jetzt hier noch. Halt. Da ist noch ein Türmer, den will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Komm mal, Putzi, Alter. Wir brauchen E-Training noch. Aber Mewtwo wird Level 70 sein, das wird definitiv uns sonst richtig ownen. Das haben wir nämlich unser Problem mit dem Team. Wir haben, glaube ich, kaum, wenn es in die Richtung geht. So, dann haben wir das auch erledigt. Dazu haben wir jetzt die Jungs da noch, die drei.
Das ist nämlich hier nur. Ne, ein Trainer ist es noch danach. Ich glaube, dann hätten wir sowieso alle Trainer des Spiels besiegt. Ne, da sind ja meiste Trainer, glaube ich, gewesen, alles in den Routen. Und in den Höhlen. Die wollen ja nur dieses eine Pokémon. Und wir haben einen Level 60er Pikachu mittlerweile. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir zum Beispiel das Pikachu, wenn wir das Mewtwo verlieren. No, ich weiß jetzt nicht. Warte mal. So, Tortiniga, war nicht das Riesenproblem. Und dann haben wir, glaube ich, alle Trainer. So, den Hyperheiler hier nehme ich mit. So. Was wollte ich jetzt holen? Ah ja, genau. Ah ja, genau. Das Bomberglas wollte ich machen. Gesteigert. Ich klatsche jetzt Pikachu kurz mal hoch. Oh, 3449. Das Mewtwo wird schon immer einiges höher sein. Jetzt geht die Spezialverteidigung hoch. Ich muss es ja so machen. Ich klatsche jetzt gerade mal das Pikachu komplett hoch. Volle Power auf Pikachu. Okay, was auf Level auf Stufe 4000 noch? Ne, ich kann's. 19 Stück. Ich würde da schon auf 4000 noch knallen. So viel habe ich gar nicht. Schade. Okay, dann müssen wir was anderes machen. Ich gucke mal, ob ich den Spukball beibringen kann. Schade, es ist nicht erlernbar. Das wäre vielleicht einfacher gewesen gegen Pikachu, gegen Mewtwo. Zauber, Schmarotzer, kannst alles nicht lernen. Scheiße. Die ist nicht gut. Na gut. So. Dann hier müssen wir hier. Ich weiß, dass wir da tatsächlich, wie gesagt, auf der Zinnoberinsel noch sind. Hm. Ja, ist ein Kokowaldtrainer, okay.
Labor, ich komm, wir haben ja noch ein Empfangsraum. Forschungsraum. Ich glaube, wir können hier rein. Ich glaube, wir müssen hier rein. So. Die Verhöhnerattacke, okay. Okay, das dachte ich mir jetzt. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie eine Möglichkeit. Hä? Gibt's denn nicht irgendwie die Möglichkeit, die Klo. Die. Oder bist du das? Ja! Wunderbar. So, der möchte auf jeden Fall, dass wir das Pokémon. Ja, meine Monitors erhalten. Und dafür kriegen wir natürlich jetzt auch den Eintrag. Wunderbar. Ja, wir könnten theoretisch noch jetzt im Museum nehmen, den Altbeil schon holen, glaube ich, wenn es sie gibt. Ich weiß es halt nicht wirklich. So, dann fliegen wir jetzt auch zu Ria City. Wir müssen ja, dann holen wir uns nämlich jetzt Mewtwo. So, mit Joel spielen. Geheime Techniken, Himmelstritt und Absache zu Ria City. Da, wo wir schon hin sind, bevor wir Arktos kassiert haben. Aber jetzt ist ein anderes Pokémon an der Reihe, nämlich Mewtwo, liebe Leute. Puh, das wird nochmal eine verdammt harte Nuss werden. Aber das wirklich schaffen, Mewtwo so schnell wie möglich zu fangen. Das erfahren wir im nächsten Part bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu.